Hallo, und zwar ich dir dieses Video, weil mein Arzt mich darum gebeten hat, dass ich dir mal so ein kleines Statement gebe, wie es mir geht und so. Es geht hier um den Arzt, der bei mir den Magenbypass gemacht hat. Ich habe eine Magenverkleinerung machen sollen, müssen, wollen eigentlich viel mehr, weil ich habe Übergewichtsprobleme gehabt und Anfangsstadium von Diabetes. Und da habe ich von einem Freund gesehen, dass er diese Magenverkleinerung gemacht hat und habe ich es ihm nachgemacht eigentlich. Nochmal danke, Engin. Die Sache ist die, durch die Magenverkleinerung habe ich jetzt knapp 46, 47 Kilo verloren und meine BMI-Werte sind runtergesunken ohne Ende. Meine Diabetes-Werte sind alle weg, also kein Diabetes, habe ich Glück. Ich würde es halt jedem empfehlen, der Probleme hat, zum Beispiel beim Laufen, wegen Übergewicht, wegen seinem Aussehen. Ich denke, jetzt sieht es auch ein bisschen besser aus als vorher. Ich hatte vorher mal so ein rundes Gesicht. Der Magen ist kleiner geworden. Ich denke mal, das ist auch. Das war eigentlich mein Hauptziel damals. Wegen Abnehmen bin ich in die Türkei gegangen und habe das dann eigentlich danach erfahren, dass ich Anfangsstadium von Diabetes habe. Und habe eigentlich nur deswegen dies gemacht, damit ich dann dieses Diabetes loswerde, damit ich kein Herzinfarktrisikopatient bin oder ähnliches mit ein bisschen Übergewicht. Wissen die, die es haben, vielleicht hat man so ein paar Probleme, die man mit weniger Gewicht halt nicht hat. Kniescheiben tun irgendwann mal weh, Rücken, beim Laufen hat man Probleme. Noch vieles mehr, das erkläre ich euch jetzt lieber nicht. Er wollte von mir ein kurzes Video, weil wenn ich jetzt anfange, könnte ich glaube ich stundenlang reden. Ihr werdet später auch in der Seite von denen sehen, wie ich vorher ausgesehen habe, wie meine Werte waren, habe ich ihm öffentlich zur Verfügung gestellt. Es ist so, ich habe es zum Glück gemacht. Einige haben Angst vor der OP, verstehe ich. Kann man sich informieren, die Gefahren sind da, ist nicht gelogen, sind 4%. Aber ist wie bei jeder OP. Da sind 4% wegen der Narkose. Die Operation selber ist nicht gefährlich. Mein Lebensstandard danach hat sich nicht verschlechtert. Ist in meinen Augen besser geworden. Viele denken, ich bin jetzt krank. Es kommt daher, weil mein Gesicht vorher rötlich war. Und jetzt sieht man dann auch schon Wangenknochen. Und daher denken die, ich bin vielleicht krank oder habe sowas. Aber ich bin kerngesund. Meine Blutwerte sind sehr gut. Diabetesproblem ist aufgehoben. Ich hätte es vor 5 Jahren machen sollen. In dem Sinne, danke nochmal an die Ärzte, die mich da operiert haben. War alles super. Ciao.